Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Sie haben den Gong gehört. Ich muss immer an die Schulzeiten denken. Wenn ich den höre, da kriege ich immer ein bisschen Flattern. Aber kein Grund zur Sorge. Ich weiß nicht, wer von Ihnen gestern bei der Gala schon anwesend war. Diejenigen, die dabei waren, denen sei es nachgesehen, wenn sie etwas Ringe unter den Augen haben. Für alle anderen in aller Frische die Woche begonnen mit unserer familienpolitischen Konferenz am Internationalen Tag der Familie. Das sollte man nochmal betonen, und ich darf zu Ihnen ein paar Worte sagen als Gastgeber des Hauses, in dem Sie sich gerade befinden, nämlich der Heinrich-Böll-Stiftung. Für uns ist das und für mich persönlich auch ein sehr aufregender Tag, denn wenn man so lang zur Familienpolitik arbeitet, wie das die Familienpolitische Kommission in den letzten 2 Jahren getan hat, und zwar so einem für die Gesellschaft sehr, sehr relevanten Thema, dann ist man natürlich gespannt, wenn man jetzt die Saat, die man gesät hat, auch aufgeht. Und ich darf Ihnen versprechen, das haben Sie schon an dem Programm gesehen, dass wir sehr, sehr interessante und relevante Aspekte heute und morgen auf der Konferenz besprechen können. Wenn man sich klar macht, das wollte ich Ihnen zu Beginn noch mitgeben, dass die Frage der sozialen Teilhabe von Menschen ganz elementar von dem abhängt, was man Familienverhältnisse nennen könnte, dann sind wir natürlich heute nicht in irgendeiner Randzone der sozialen Frage, sondern mitten im Zentrum. Und ich bin dem Konferenztitel wie auch den Interventionen und Vorschlägen der Kommission sehr, sehr dankbar, dass Sie, wenn ich das richtig verstehe, da eine Sequenz aufgemacht haben, die ich geradezu für paradigmatisch halte überhaupt, für eine sinnvolle politische Orientierung in der sozialen Frage, nämlich weder einfach von einem Bild der Vielfalt auszugehen, noch von einem Bild der Solidarität, sondern beides zu verzahnen. Das ist für mich überhaupt irgendwie so eine Quintessenz, wenn man überlegt, was ist eigentlich eine Strategie in der sozialen Frage, dann ist es sicher eine Strategie der Vielfalt. Aber es ist eben auch eine Strategie der Solidarität und der Gemeinsamkeit in Vielfalt. Beides sollten wir nicht isolieren, sondern zusammendenken. Und genau das ist vielleicht auch das Motto, nicht nur jetzt der Vorschläge, sondern auch der Konferenz. Die Produkte der Familienpolitischen Konferenz, der Familienpolitischen Kommission, liegen fristgerecht vor. Das heißt, Sie können das auch alles nachlesen und tiefer ergründen. Das Manifest geht gerade in diesen Minuten hier durch die Reihen, und die vielfältigen Studien und Empfehlungen, die die Kommission in den letzten Jahren in Auftrag gegeben hat und selbst verfasst hat, ebenso. Also alles ist nicht nur Spoken Word, sondern hier kommt das Manifest, vielen herzlichen Dank, sondern ist auch verschriftlicht und liegt zur Vertiefung vor. Ich bin außerordentlich dankbar, dass wir nochmal was hören können zum Aspekt der vielfältigen Form von Familie, aber eben auch zu entscheidenden und harten Fragen der sozialen Teilhabe, von der Verbesserung der Lage der Alleinerziehenden bis hin zu der entscheidenden Frage, wie sich eigentlich die Institution Familie verzahnt in einem breiteren Feld von öffentlichen Infrastrukturen. Das scheint mir überhaupt auch ein sehr wichtiger Punkt. Familie ist keine Monade und keine Burg, so wie ich das noch irgendwie vermittelt gekriegt habe, sondern Familie ist natürlich nur zu denken als Institution in Verzahnung mit anderen öffentlichen Institutionen, die überhaupt gemeinsam im Idealfall in der Lage sind, die tief eingelassenen Blockaden für bestimmte Menschen, insbesondere auch für Kinder, aufzubrechen, die sich schon mit der Geburt
entstehen und die nicht nur materieller Art sind, sondern eben auch auf ganz vielen anderen Faktoren beruhen, der Vernetztheit und auch, Bourdieu nannte das die feinen Unterschiede des Habitus, den man vom ersten Tag an erlernt oder halt nicht erlernt, in dieser Gesellschaft zu bestehen oder nicht zu bestehen. Was ich unbedingt tun will, und das ist mir ein Herzensanliegen, ist mich bedanken bei der Familienpolitischen Kommission für all die Arbeit, die Sie und ihr euch in den letzten 2 Jahren gemacht habt, namentlich bei Gesine Agena, Anke Domscheit-Berg, Bettina Jarosch, Karin Jurczyk, Uta Meier-Gräve, Ulrich Mückenberger, Insa Schöning, Holger Stichnoth, Wolfgang Strengmann-Kuhn und Maria Wersig. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und natürlich ganz vorneweg, ich versuche es ein bisschen zu steigern, die Leiterin der Familienpolitischen Kommission, Franziska Brandner. Wir wissen das sehr zu schätzen von euch allen, dass, wie ihr euch da reingehängt habt und ich sag mal, auch die grüne Strömung und die grüne politische Stiftung sind absolut angewiesen, egal wo sie und ihr da genau steht im politischen Feld, dass Leute mitdenken und sich einen eigenen Kopf machen, wo es eigentlich hingehen soll mit der Familienpolitik. Und mein Dank gilt natürlich auch Dorothee Schulte-Baster und dem ganzen Team für die Koordination und intensive Arbeit in und an der Familienpolitischen Kommission. Euch allen vielen herzlichen Dank. So, jetzt aber genug der Vorrede. Ich übergebe an Dorothee Schulte-Baster. Die Tagung, die Konferenz ist hiermit eröffnet und ich wünsche eine ertragreiche und hoffentlich auch jederzeit spannende Tagung. Dankeschön. Ja, auch von mir guten Morgen und herzlichen Dank, Peter, für die warmen Worte, die ich den Dank ergänzen oder noch ausführen möchte, wirklich auch an das Team vom Tagungsbüro, von der Technik und ganz besonders meine Kollegin Timnit. Ohne euch alle wäre das gar nicht hier möglich gewesen, ebenso wie die Mitwirkung von Barbara Streidel, die auch für die Kommission und das Erstellen all dieser Ergebnisse total wichtig war. Von mir kurz vielleicht noch ein paar Worte, was Sie und euch heute hier erwartet. Zunächst, Peter Siller hat es gesagt, wir sind ganz aufgeregt. Wir stellen vor das Familienpolitische Manifest der Kommission. Wir haben uns dafür eine Dramaturgie überlegt, dass sozusagen das Schicksal diese Dramaturgie noch etwas spannender macht, indem wir das gerade eben druckfrisch bekommen haben und ihnen austeilen konnten. Das war nicht unser Plan, hat aber die Aufregung gesteigert. Jetzt ist es da. Wir haben uns Folgendes überlegt. Franziska Brandner wird jetzt gleich kurz politisch einführen, auch darlegen, weshalb es eigentlich unseres Erachtens die Notwendigkeit für eine solche Kommission gab. Und danach werden Mitglieder der Kommission die einzelnen Themenbereiche nochmal etwas detaillierter aufreißen, bevor dann wiederum Franziska Brandner kommt und die Forderungen vorstellt. Mit diesen Forderungen gehen wir dann direkt in die parallelen Foren und sind dann sehr gespannt auf Ihre Meinung und Ihre Expertise. Wir haben das themenweise sozusagen diese Foren organisiert. Dazu, das müssen Sie jetzt nicht behalten, dazu kommt später noch eine Information. Und dann nach dem Mittagessen widmen wir uns ganz grundsätzlichen Fragen, zum Beispiel, ob denn eigentlich in der deutschen Familienpolitik
den Belangen migrantischer und binationaler Familien ausreichend Rechnung getragen wird. Auch der Frage, ob denn Familien mit Kindern in unseren Sozialsystemen strukturell benachteiligt sind. Oder auch der Frage, ob denn im Osten damals alles schlecht war oder ob es in puncto Gleichstellung, Kinderbetreuung nicht auch Errungenschaften gegeben hat, die es, wo es sich gelohnt hätte, die zu bewahren. Danach wird das Thema Gleichstellung nochmal ganz zentral von uns behandelt mit einem Impulsvortrag und einer anschließenden Diskussionsrunde, wo wir uns unterschiedlichen Perspektiven widmen werden, gleichstellungspolitische Leitbilder, Vereinbarkeitsfragen, aber eben auch der Frage, wie denn notwendige Beiträge von Vätern und Männern zu der Vereinbarkeit und Gleichstellung aussehen können. Nach der Kaffeepause geht es um das Thema Teilhabe und Verwirklichungschancen von Kindern. Hier muss ich gleich leider die erste Änderung, bisher auch die einzige des Programms, bekannt geben. Wir freuen uns sehr auf Thomas Krüger, den Präsidenten des Deutschen Kinderhilfswerks. Krankheitsbedingt absagen musste die Spitzenkandidatin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Ihren Part in der Diskussion wird freundlicherweise Franziska Brandner übernehmen. Sie sehen, das ist schon ganz schön viel für so einen Konferenztag. Deswegen von meiner Seite aus jetzt nur noch ein kurzer organisatorischer Hinweis. Sie finden in Ihren Tagungsmappen diesen Evaluationsbogen. Und ich will das wohlwissend, dass nicht alle immer bis zum Ende bleiben können, gleich zu Beginn sagen, Sie würden uns wirklich sehr weiterhelfen, wenn Sie den ausgefüllt unten in der Anmeldung in die Box werfen und sagen, was wir gut gemacht haben, wo wir noch besser werden können. Da sind wir sehr drauf angewiesen. Ich bedanke mich schon jetzt dafür. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch sozusagen das Wort an Franziska Brandner. Ich falte es jetzt nicht aus, es ist A1. Franziska Brandner das Wort zu übergeben zur Vorstellung des Manifests Familien stärken, Vielfalt ermöglichen. Herzlichen Dank. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie da sind. Wir sind alle noch ein bisschen gerädert von gestern Abend, ehrlich gesagt, aber deswegen umso besser, in guter Atmosphäre, in guter Gesellschaft hier heute über die Themen der Zukunft mit Ihnen diskutieren zu können. Das ist, war jetzt für mich heute Morgen das Beste. Ich bin ja super und gleich wieder an die Themen ran. Wir haben jetzt fast 2 Jahre in der Familienpolitischen Kommission gearbeitet von Heinrich-Böll-Stiftung und ich möchte mich einfach bei der Böll-Stiftung an sich dafür bedanken, dass es diesen Rahmen gab und dass wir die Möglichkeit hatten. Wie sind wir denn dazu gekommen oder was war der Hintergrund und auch zu der Ausrichtung? Wir hatten in mehreren Gesprächen und auf vorherigen Diskussionen das Gefühl gehabt, dass Familienpolitik noch vielfältiger geworden ist und werden sollte und noch stärker auch ein Teil der Antwort ist auf die Frage, was hält unsere Gesellschaft eigentlich zusammen? Was macht uns aus? Wie können wir auch sozialen Zusammenhalt wieder stärken? Und nicht jetzt nur ad abstractum, sondern wirklich zu sagen, was bedeutet es denn konkret? Wen müssen wir stärken und welche Vielfalt ermöglichen? Und Peter Sille hat es vorhin gesagt, dieser doppelte gemeinsame Klang zwischen Solidarität und Vielfalt, also zwischen emanzipativen, sehr eigenständigen Elementen und gleichzeitig sagen, es muss aber abgesichert, gestützt und gestärkt werden in einem solidarischen Miteinander. Das waren die Hauptausrichtungen, deswegen spiegelt sich das auch im Titel wieder. Die Vielfalt ist eindeutig größer geworden, nicht nur mit Blick auf Alterszusammensetzungen in Deutschland, auch mit Blick auf Herkunft. Woher kommen Familien oder Teile der Familien, wohin gehen sie? Die Frage der Zusammensetzung, Regenbogenfamilien, Patchworkfamilien, wesentlich bunter als noch vor ein paar Jahrzehnten. Aber auch, und das war uns auch wichtig zu sagen, Familie ist natürlich überall dort, wo Kinder sind, aber Familie ist auch dort, wo keine Kinder sind.
Und sagen wir, die Grünen waren diejenigen, die über Jahre auch immer gesagt haben, im Gegensatz zur Ehe, was früher irgendwie auch für Familie stand, zu sagen, Familie ist da, wo Kinder sind, das ist absolut immer noch richtig. Aber auch zu sagen, es ist mittlerweile auch wesentlich bunter. Familie ist einfach dort, wo Menschen kontinuierlich Verantwortung füreinander übernehmen und sich gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, das war auch einer der wichtigen Ansatzpunkte für die Kommission, wenn man das als Ausgangspunkt nimmt. Wie muss denn dann eine Gesellschaft ausschauen? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen brauchen wir? Welche sozialen, welche gesellschaftspolitischen, um das zu ermöglichen? Und noch ein weiterer Punkt, wenn man es als Miterfolg von Bewegungen, feministischen Bewegungen, familienpolitischen Bewegungen, grünen Bewegungen auch sehen kann, dass wir nicht mehr ein klassisches Familienmodell haben, der Alleinverdiener und die zuverdienende Ehefrau, sondern das Ganze aufgebrochen wurde und es eben mehr Vielfalt gibt. Auch der Wunsch in der Kommission gewesen, das eine Modell, das alte, nicht durch ein neues zu ersetzen. Also dass der Staat nicht vorgibt, sagt, jetzt haben wir das eine aufgebrochen und jetzt kommt dafür ein anderes, was alle leben müssen, sondern da auch klar zu sein, es geht wirklich um echte Vielfalt. Gleichzeitig, das war der zweite wichtige Punkt, der auch vorkommt, die Frage der Geschlechtergerechtigkeit, also wie kann auch Familie partnerschaftlich gelebt werden, nicht zulasten von einem oder einer, und wie kann gleichberechtigt auch Familie gelebt werden, ohne dass sie zum Burnout von einzelnen Familienmitgliedern führt. Als Anspruch, das zu ermöglichen und zu definieren, wie geht das, wie muss sich Gesellschaft dafür ändern, dass Gleichberechtigung möglich ist, und wie muss sich dafür Arbeitswelt, Gesellschaft ändern, wo muss der Staat unterstützend herankommen. Und ein Modell, ein Aspekt war uns wichtig, weil er eben in Deutschland das Armutsrisiko Nummer eins ist, das sind alleinerziehende Familien. Und wir deswegen uns gefragt haben, was ist dort eigentlich besonders notwendig, um auch den alleinerziehenden Familien eine bessere Perspektive zu ermöglichen. Und dieses Unding, so sehe ich es und so sieht es auch die Kommission, dass das größte Armutsrisiko in Deutschland ist, endlich zu beheben. Letzter großer Punkt, den hat auch Peter Sille angesprochen, die Frage, wie können wir sicherstellen, dass in Deutschland kein Kind zurückbleibt, sicherstellen, dass sich nicht mehr Armut vererbt in Deutschland. Das ist ja aktuell leider der Fakt. Wir haben sehr viele gute Zahlen darüber. Es ist immer wieder ein Fünftel der Kinder, die schon im Kindesalter gesundheitlich schwächer dastehen, die nicht in Urlaub fahren können, die nicht in den gleichen gesellschaftlichen Strukturen sind von Musik, Kultur, Sport, also die einfach an ganz vielen Faktoren schon im Kindesalter gar nicht gleichberechtigt teilhaben können. Dieses ein Fünftel kommt in fast jeder Studie immer wieder vor. Und wir haben gesagt, wir wissen es, wir kennen die Faktoren, aber wir wollen uns nicht damit abfinden. Wir können nicht für eine Gesellschaft akzeptieren, dass ein Fünftel der Kinder zum gewissen Grad auch langfristig abgehängt sind und nicht Teil sind dieser Gesellschaft. Und wenn das der Ausgangspunkt ist, ist natürlich sofort die Frage, was brauchen Sie denn dann und was ist dafür notwendig? Und da haben wir lange und intensiv auch diskutiert über Zugänge, die ermöglicht werden müssen, über andere Strukturen, Rahmenbedingungen. Und dafür wurde nochmal eine große Studie auch in Auftrag gegeben, eben zusammen mit dem Kinderhilfswerk, um genau nachzufragen, wie kann man diesen Kindern gleiche Chancen ermöglichen, damit wir eben in Deutschland nicht mehr langfristig Armut vererben, sondern auch weiter gemeinsam da vorangehen. Ich denke, dass auch diese Kommission das Zeichen gesetzt hat, dass wir sehr interdisziplinär gearbeitet haben. Das fand ich sehr bereichernd, einfach aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, wissenschaftlichen Disziplinen, die Themen anzugehen und zu diskutieren. Das war ein großer Vorteil, auch nicht nur Berlin-lastig, sondern wirklich aus ganz Deutschland Experten und Expertinnen zusammengebracht haben, um diese Fragen anzugehen und gemeinsam zu diskutieren. Das ist mal das große Bild. Also die großen Themen waren Vielfalt der Familie, ein Aspekt davon die Alleinerziehenden, die Frage, wie kann man
Armut wirklich verhindern? Wie kann man sicherstellen, dass sie nicht vererbt wird? Wie kann man Teilhabe ermöglichen und sicherstellen? Die Frage nach Zeitsouveränität, nach der Verhinderung von Zusammenbrechen und Burnout, wie kann das Leben wieder gestaltet werden, dass auch wirklich Freude daran ist? Und die Frage der Geschlechtergerechtigkeit, der Partnerschaftlichkeit in Familien. Das waren die großen Dimensionen und die werden nochmal jetzt, wie von Frau Schulte-Basse angekündigt, auch 5 Mitglieder aus der Kommission nochmal kurz skizzieren. Was waren da unsere Fragen, was waren die Ansätze? Und dann werde ich am Ende die 10 konkreten Forderungen nochmal artikulieren, auf die wir uns dann am Ende geeinigt haben. Es war ein spannender Prozess. Ich habe sehr viel gelernt und möchte mich an der Stelle auch nochmal wirklich ganz herzlich bei allen Kommissionsmitgliedern bedanken für die tolle Arbeit. Und erlauben Sie mir am Ende, wenn jetzt dann sagen, ja, aber jetzt ist doch kurz vor der Wahl, was machen Sie denn jetzt damit? Dann möchte ich gerne sagen, dass es ein Prozess ist und die Ideen einfließen, aber es auch immer angelegt war als Prozess, der weitergeht als die nächste Wahl. Das ist auch die Aufgabe der Böll-Stiftung. Ich bin jetzt hier zwar als Mitglied der Fraktion, aber die Böll-Stiftung denkt auch weiter und größer. Und da sind auch Forderungen drin, die man in einer Legislaturperiode so vielleicht gar nicht sofort umsetzen kann. Von daher ist es ein Anstoß, wesentlich breiter zu denken, groß nach vorne zu gehen. Und der wird sich bestimmt niederschlagen in den nächsten Diskussionen. Ich danke soweit und würde jetzt Frau Schöning auf die Bühne bitten, Frau Meier-Gräwe, Herr Stichnoth, Herr Mückenberger und Frau Jurczyk. Ja, Franziska Brandner hat es eben schon angedeutet. Wir machen jetzt nochmal eine kleine Tiefenbohrung in diese 5 Themenbereiche, die schon angesprochen waren. Und ich fange an mit der familiären Vielfalt. Auch dazu hat Franziska Brandner ja schon ein bisschen was gesagt. Dass Familien vielfältiger geworden sind, vor allen Dingen in den letzten 40, 50 Jahren, als sie das vielleicht so direkt davor waren, ist, glaube ich, in diesem Rahmen ziemlich Konsens und auch mehr oder weniger die Gründe, die dazu geführt haben. Ein Teil hat Frau Brandner auch schon angesprochen. Ich komme vielleicht noch mal ganz kurz und stichwortartig auf diejenigen zu sprechen, die noch nicht so Thema waren, wie das Sinken der Geburtenrate oder die Zunahme von gleichgeschlechtlichen Familien mit Kindern. Auch das ist ja ein noch nicht so altes Phänomen. Der Bedeutungsverlust von Hausfrauen, Ehe und männlichem Ernährermodell spielt auch eine Rolle für das Leben von Familien. Das ist ja von beiden Seiten. Also die Müttererwerbstätigkeit steigt, dadurch ist sozusagen die reinen Hausfrauen sind in der Minderzahl heutzutage. Und der männliche Ernährer reicht auch nicht mehr als Ernährer, weil ein Einkommen einfach für Familien heute zumindest im Regelfall nicht mehr ausreicht. Es gibt natürlich immer noch welche, bei denen das möglich ist, aber das ist die Ausnahme. Wir erinnern uns, in den 60er, 70er Jahren reichte ein Einkommen in der Regel noch für 4 bis 5 Personen. Also das kommt einem heute schon fast ein bisschen komisch vor, dass das gehen konnte. Durch diese Veränderung steigt natürlich auch Aushandlungsdruck auf Arbeitsteilung. Also Familie ist nicht mehr einer sorgt und der andere verdient das Geld, sondern es ist ein stärkeres Miteinander oder sollte es zumindest sein. Und last not least, Förderung von Kindern ist eine Aufgabe, auf die wir heute ganz anders gucken, als wir es früher getan haben. Es wird von Eltern erwartet, ihre Kinder bestmöglichst zu fördern und sie erwarten es auch von sich selber. Also da ist eine hohe innere Motivation, das auch zu tun und da alles zum Besten zu wenden, vielleicht manchmal auch zu mehr als nur dem Besten. Und schließlich der Anstieg der Lebenserwartung. Auch nicht unwichtig. Also ich habe gerade neulich die Zahl gelesen, das hat auch mich noch erstaunt, innerhalb von einem Jahrhundert, also von 1900 bis 2000, ist die Lebenserwartung um sage und schreibe 30 Jahre gestiegen. Also das ist ein Drittel des Lebens quasi. Das ist ein Wandel, den wir, glaube ich, noch gar nicht vollständig erfassen in allem, was das so bedeutet. Es ist natürlich geschenkte Jahre, es ist aber auch längere Pflegebedürftigkeit, mehr Pflegebedürftigkeit und das spielte eine große Rolle in den Fragen und Überlegungen der Kommission. Kern von Familie und Beziehung überhaupt, egal wie sie nun gelebt werden und in welchen vielfältigen Formen auch immer, das hat Franziska Brandner gerade schon gesagt, ist Zugehörigkeit
und verlässlich angelegte Sorgebeziehung, zumindest unserer Auffassung nach. Das gilt sowohl innerhalb der Generation als auch zwischen den Generationen, Eltern, Kinder, Kinder, Eltern. Sorge findet auf jeden Fall auch in privaten Beziehungen statt. Es gibt natürlich auch professionelle Sorge, aber wir waren uns völlig einig, dass das natürlich nicht nur professionell geht, sondern immer auch privat stattfindet. Kinder werden großgezogen, Alte werden gepflegt, Kranke werden gepflegt und sowas wie tägliche Reproduktion, die Regeneration ist ja auch eine Form von Sorgearbeit. Und das ist das, was wir gemeinhin als privat bezeichnen oder vielfältig als privat bezeichnen, was aber letztendlich ja eine zwingende Voraussetzung für unsere Gesellschaft ist. Und das Umeinandersorgen, Füreinandersorgen ist ja auch was sehr Schönes. Es hält ja Gesellschaft auch zusammen. Also wenn wir uns nicht mehr umeinander kümmern würden, wäre Fortbestand und Zusammenhalt auch in der Tat sehr gefährdet. Und schließlich kann man davon ausgehen, dass die Post-68er-Generationen, die ja gewohnt sind, in WGs zu leben und sich freundschaftliche Beziehungen auch nochmal anders zu suchen, auch gemerkt haben, dass verwandtschaftliche Beziehungen unter Umständen nicht von Dauer sind. Also hat sich ja viel auch verschoben. Das werden die auch im Alter weiter so machen. Also es ist anzunehmen, dass sozusagen so eine Form von Wahlverwandtschaften, von gesuchten Beziehungen, von wieder neu zusammengewürfelten Lebensformen, dass das auch zukünftig stärker in werden älteren Generationen der Fall sein wird, als das jetzt oder bislang der Fall war. Aber familiäre Sorge oder auch private Sorge ist immer mit Nachteilen verbunden für denjenigen, der das tut oder diejenige in der Regel. Es hat meistens was mit beruflichem Zurücktreten zu tun, es hat was mit geringerem Einkommen zu tun und es hat auch was mit schlechterer sozialer Absicherung zu tun. Und das waren die Punkte, die uns umgetrieben haben, wo wir gesagt haben, dass wir möchten gerne Lösungen dafür suchen, wie wir diesen Nachteilen zumindest etwas begegnen können und trotzdem Sorge, also mit anderen Worten auch Sorge, besser ermöglichen können. Und das gilt natürlich auch für nicht formalisierte Paarbeziehungen. Die leben auch zusammen, da werden auch Kinder großgezogen, da werden mitunter auch Angehörige gepflegt. Das unterscheidet sich ja vom Inhalt her gar nicht so sehr von formalisierten Beziehungen, Ehen, eingetragenen Lebensgemeinschaften, sondern da findet im Prinzip das Gleiche statt. Wenn diese beendet werden, ist allerdings sozusagen die Absicherung eine noch schlechtere. Es gibt Rechtsprechung für Trennung von langen Beziehungen, die ist ziemlich uneinheitlich. Wir haben es für nötig gefunden oder denken, dass es nötig wäre, tatsächlich Lösungen zu finden, die zumindest ein Minimum auch da an Absicherung für zum Beispiel längere Sorgezeiten, längeres Zurücktreten ermöglichen. Und damit auch den schwächeren Teil dieser Beziehung schützen, zumindest in Grenzen. Das alles ist ja immer nur geregelt, wenn geheiratet wird oder verpartnert wird und auch dann nur, solange diese Beziehung besteht. Danach ist es dann auch schon wieder schwierig. Und es kann auch nicht die Lösung und soll auch nicht die Lösung für alle sein. Unter anderem ist es auch keine Lösung für Patchwork-Familien. Oder es löst nicht alle Probleme. Die haben Alltagsfragen, Alltagsprobleme, die durch Formalisierung überhaupt nicht gelöst sind, sondern da gibt es ganz alltägliche Fragen wie Kindergarten, Schule abholen, medizinische Versorgung, wer entscheidet hier was, darf das tatsächlich nur das eingetragene Elternteil sozusagen oder dürfen es auch andere? Also es braucht einen größeren Spielraum einvernehmlicher Absprachen. Wir wollten also Lösungen suchen oder Vorschläge machen für die vielfältigen Lebensformen jenseits von Verpartnerung und Ehe. Und welche das sind, da bauen wir jetzt die Spannung auf, das kommt später. Frau Meier-Gräfe, bitte als nächstes nochmal zu dem Aspekt Alleinerziehende. Sie ist von der Uni Gießen. Ja, einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, jetzt auch zu einem Aspekt sprechen zu können, der uns in der Arbeit der Kommission außerordentlich beschäftigt hat, nämlich die Lebenssituation von Alleinerziehenden. Und ich möchte hier daran erinnern, dass wir in unserer Gesellschaft ja eigentlich so die Vorstellung haben, wir haben da eine friedliche Koexistenz zwischen unterschiedlichen Lebensformen. Die Alleinerziehenden werden auch nicht stigmatisiert. Aber wenn wir uns die Wohlstandsposition von Alleinerziehenden im Vergleich zu anderen Lebensformen der Ehe oder auch von
von Double Income, No Kids ansehen, dann ist die deutlich schlechter. Und das wissen wir eigentlich schon sehr lange. Wir haben schon im Jahr 2003, damals in Vorbereitung des 7. Familienberichts der Bundesregierung, eine Studie in Auftrag gegeben, die diese Wohlstandspositionen untersucht hat. Und da stellte sich raus, dass die Alleinerziehenden mit 56% von 100 deutlich nach unten abweichen. Und das heißt, das Ganze auch nicht nur über ein Jahr oder zwei Jahre, sondern über sehr lange Lebensphasen. Und man könnte annehmen, dass dieser Befund, den wir ja damals schon auch publiziert haben und wo wir auch seinerzeit schon darauf hingewiesen haben, dass sich etwas zum Besseren gewendet hätte. Wenn wir uns aber heute ansehen, wie die Situation im Jahr 2016 ist, dann müssen wir konstatieren, dass das Armutsrisiko von Alleinerziehenden weiter gestiegen ist und inzwischen bei 43,8% liegt im Vergleich zu 10% von Paarfamilien. Und damit ist eigentlich schon gesagt, dass wir hier einen erheblichen Handlungsbedarf, politischen Handlungsbedarf haben und dass hier in ganz besonderer Weise nochmal das deutlich wird, dass nämlich Kinderarmut immer auch Familienarmut ist. Und wir in besonderer Weise hier auch nochmal feststellen müssen, dass 50, also es ist praktisch die Hälfte der Kinderarmut in Deutschland auf die Armut von Alleinerziehenden zurückgeht. Und das ist, finde ich, eine Diagnose, mit der können wir uns ebenso wenig abfinden wie mit diesen immer wieder reproduzierten Zahlen von hoher Kinderarmut. Das ist wirklich veränderungsnotwendig und das gilt noch einmal stärker, als wir auch wissen, dass 78% aller alleinerziehenden Mütter in Deutschland einen mittleren oder hohen Bildungsabschluss haben. Das bedeutet, dass die Zuständigkeit für Kinder und die daraus folgenden Schwierigkeiten, sozusagen die Sorgeverantwortung mit existenzieller Erwerbsarbeit zu verbinden, dass das bei dieser Gruppe einfach nicht greift. Und wir müssen auch ganz nüchtern bilanzieren, dass die vielen Einzelprojekte, die es in den letzten Jahren gegeben hat, zu dem Thema Brücken bauen in den Arbeitsmarkt oder wirksame Netzwerke, wirksame Hilfen in sozialen Netzwerken für Alleinerziehende, auch mit ESF-Mitteln gefördert, nicht zu dem notwendigen, also nicht zu einer notwendigen oder zu wirklich sichtbaren nachhaltigen Wirkung geführt haben. Weil viele dieser Projekte waren dann auch ganz gut angelaufen, aber es fehlte hinterher in den Kommunen das Geld, das Ganze auch zu verstetigen. Und da stehen wir eben immer noch. Ein Punkt, den ich auf jeden Fall auch noch erwähnen möchte, ist, dass sich die Situation von Alleinerziehenden auch nach der Novellierung des Unterhaltsrechts verschlechtert hat, weil sozusagen von einem Tag auf den anderen galt, was in der Sprache der Juristen heißt, die Stärkung der nachehelichen Eigenverantwortung. Und das bedeutet, dass hier eben sehr deutlich wird, dass die Spielregeln, die in der Ehe gelten, völlig andere sind in der Verknüpfung von Ehegattensplitting, Mitversicherung in der Krankenkasse des Partners und Minijobs, wie das, was dann nach der Scheidung kommt. Also gelten völlig andere Bedingungen und das trifft insbesondere die Frauen sehr, sehr stark. Außerdem ist uns bei der Analyse jetzt auch hier in der Kommission nochmal aufgefallen, dass es eben viele Maßnahmen gibt, die eigentlich nicht zielgenau sind. Also beispielsweise hat die Abschaffung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende eben nicht zu einer Verringerung des Armutsrisikos geführt, weil eben also zugunsten eines großzügigeren Steuerabzugsbetrags, weil eben nur sehr wenige Alleinerziehende überhaupt so viel verdienen, dass das wirken könnte. Und man muss dann eben über andere Maßnahmen nachdenken. Und das haben wir in der Gruppe auch gemacht. Einen letzten Punkt möchte ich erwähnen, oder einen letzten Befund, der resultiert oder ist ein Ergebnis der Zeitverwendungsstudie des Statistischen Bundesamtes. Da hat es inzwischen drei repräsentative Analysen gegeben im Zeitverlauf 1991, 92 die erste und 2012, 2013 die letzte. Und da stellt sich raus, dass im Zeitvergleich dieses ersten Erhebungszeitpunktes und des letzten alleinerziehende Frauen 48 Minuten pro Tag weniger erwerbstätig sind
als eben Anfang der 1990er Jahre. Das heißt, dass eben ein sehr großer Teil dieser Frauen von, und dieser Mütter von Transferleistungen abhängig sind und damit eben auch ihre Kinder. Und das bedeutet, dass die Teilhabechancen sowohl der Mütter als auch der Kinder grottenschlecht sind. Und wir von daher eben auch versucht haben, in der Kommission Verknüpfungen auch zwischen unterschiedlichen Themenbereichen herzustellen. Also nicht nur zu sagen, wir müssen hier auch eine andere Verteilung von Geld hinbekommen und Alleinerziehende stärker unterstützen, sondern wir müssen auch schauen, wie wir in Zukunft wirklich nachhaltige Brücken in den Arbeitsmarkt bauen, weil nach wie vor gilt, dass der beste Schutz vor Armut auch die Erwerbsbeteiligung von Müttern ist, der Aufbau einer eigenständigen Erwerbsbiografie und eine existenzsichernde Rente. Und von daher gibt es in dieser Hinsicht sehr viel zu tun. Ich selber habe ja auch in diesem Bereich geforscht und ich erinnere mich an unsere Armutstypologie, also auch schon 2003, wo wir bei den Alleinerziehenden auch die Gruppe der erschöpften Einzelkämpferinnen identifiziert hatten als einen Armutstyp, was auch nochmal darauf verweist, dass wir eben auch nochmal in andere Bereiche wie gesundheitliche Situationen schauen müssen. Und von daher zeigt gerade diese Situation von Alleinerziehenden auch nochmal, wie stark wir das, was eben auch immer wieder als Ansatz diskutiert wird und was auch richtig ist, dass wir diesen Dreiklang aus Geld, Zeit und Infrastrukturpolitik in den Blick nehmen müssen und das jeweils auf die einzelnen Zielgruppen beziehen müssen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Es war auch ein Teil der Studie, eine Studie der Kommission war auch zu Zeitverwendung, die ganz am Anfang herauskam, die ist auch nochmal da, die war ja eben auch in dem Blick, mit Blick auf diese Frage sehr interessant, weil sie nochmal klar gezeigt hat, dass vielleicht sogar die Arbeitsaufteilung sich gerechter gestaltet, aber nicht die Hausarbeit, also die häusliche Care-Arbeit sich eben nicht gerechter aufteilt zwischen den Geschlechtern. Die große dritte Themenblock Armutsprävention, Teilhabe von Kindern, Holger Stichnot vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Ich bekomme den Applaus schon vorher. Vielen Dank und guten Morgen von mir. Wir haben uns in der Kommission auch jenseits der Alleinerziehenden mit den Themen Armut und Teilhabe beschäftigt. Und ich glaube, eine Aufgabe für die Sprecher heute Morgen war nochmal zu zeigen, warum die Themen wichtig sind. Und ich glaube, das kann ich mir sparen. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass die wichtig sind, sozusagen, dass Armut furchtbar ist und Kinderarmut doppelt furchtbar oder dreifach furchtbar, eben weil es halt langfristige Folgen hat und weil die Kinder sicherlich, selbst der hartherzigste Mensch wird wahrscheinlich den Kindern keine Mitschuld an ihrem Schicksal unterstellen wollen. Und dann grundsätzlich vielleicht noch eher noch eine Randbemerkung zu dem Thema. Es wurde jetzt in letzter Zeit diskutiert über den Begriff der relativen Armut. Ich meine, über den wird immer wieder diskutiert, über den kann man auch diskutieren. Aber wir denken trotzdem, dass es halt eben doch ein wichtiges oder das wichtige relevante Armutsmaß halt für uns ist. Und auch sicherlich politisch, wie man in den USA, in Frankreich und auch bei uns sieht, dass eben das Gefühl, abgehängt zu sein, halt, das misst er gerade, diese relative Armut, mindestens genauso wichtig ist, wie das Gefühl halt am Ende des Monats nicht genug zu essen zu haben, was ja zum Glück halt eher noch selten ist. Aber die relative Armut eben nicht. Gut, womit haben wir uns genau beschäftigt zum Thema Armut und soziale Teilhabe? Also im Prinzip kann man das in zwei Blöcke einteilen. Einkommensarmut auf der einen Seite, soziale Teilhabe auf der anderen Seite. Das kann man nicht trennen. Also wir haben es einfach so ein bisschen aus organisatorischen Gründen getrennt. Wir haben zwei Studien dazu beauftragt, jeweils zu den beiden Blöcken. Ich will was zur Studie zur Einkommensarmut vor allem sagen, jetzt in dem Teil, also aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich die selbst geschrieben habe und halt dann dadurch besser kenne. Zum anderen, weil wir nachher noch ein komplettes Forum haben, das politische Forum zum Thema soziale Teilhabe. Deswegen will ich da nicht allzu viel vorgreifen. Aber wie gesagt, man kann es im Prinzip nicht wirklich trennen. Dann sozusagen zur Einkommensarmut, die positive Botschaft, weil ich auch Frau Wendland zum Beispiel hier sehe. Und man soll halt auch nicht, oder das ist halt natürlich, wir suchen halt auch immer nach Sachen, die man noch besser machen kann, aber vielleicht auch grundsätzlich eine positive Botschaft. Also wir haben in dieser Studie mit den Daten des sozioökonomischen Panels verschiedene Auswertungen gemacht und das haben schon viele vor uns gemacht, aber es sind ein paar neue Sachen dabei. Und unter anderem haben wir auch nochmal gezeigt, wie die Familienpolitik auch dann doch zur Armutsbekämpfung beiträgt. Also es ist im Prinzip die allgemeine Armutsquote bei gut 15% liegt,
Aber selbst ohne die Familienpolitik im engeren Sinne lägt sie bei 18%. Und das wohl wissend, dass halt die Familienpolitik eben nicht nur der Armutsbekämpfung dient. Und bei der Kinderarmut ist es halt noch größer, sozusagen ohne die, selbst diese 13 Leistungen der Gesamtevaluation, ohne diese Leistungen läge die Kinderarmutsquote in Deutschland nicht bei 18 etwas Prozent, sondern bei 33%. Also von daher ist das Glas halt dann doch auch halb voll. Gut, es bleiben aber natürlich, ist es auch halb leer, es bleiben erhebliche Armutsrisiken, die halt auch mit Kindern verbunden sind. Da wurden schon Zahlen genannt. Alleinerziehende sind besonders betroffen mit knapp 36% in unseren Auswertungen oder auch 40% in anderen Auswertungen. Und das gilt halt auch, wenn man sozusagen den Vergleich nur macht mit sozusagen bei gleicher Konstellation, also sozusagen Alleinerziehende mit Einpersonenhaushalten oder wenn man Paare mit Kindern und Paare ohne Kinder vergleicht. Und selbst wenn man auf die Erwerbstätigkeit kontrolliert, also nur zum Beispiel Paare vergleicht, in denen beide erwerbstätig sind, mit oder ohne Kindern, kommt trotzdem immer noch raus, dass das Armutsrisiko deutlich höher ist. Und das bedeutet eben, dass halt dann doch viele Familien es nicht schaffen, den zusätzlichen Bedarf der Kinder zu decken, sei es durch eigene Erwerbstätigkeit, also selbst da, wo sie erwerbstätig sind, oder durch die Hilfen des Staates. Also wie gesagt, der Staat hilft, aber es reicht halt in vielen Fällen nicht ganz aus. Gut, das liegt dann, hat verschiedene Gründe. Also zur Fairness muss man sagen, wie gesagt, die Familienpolitik dient halt nicht nur der Armutsbekämpfung, aber es ist halt ein Ziel. Wenn man sich anguckt, warum die Familienpolitik nicht noch effektiver ist bei der Armutsbekämpfung, liegt das halt zum Teil daran, dass die Leistungen sehr breit streuen. Und das haben wir halt in dieser Studie aufgezeigt. Nachher habe ich auch Grafiken. Wer ins Forum 1 kommen möchte, bekommt eine Grafik zu sehen zu dem Thema. Und zwar gehen halt viele Leistungen mit der Gießkanne halt an die Gesamtbevölkerung, nur ein relativ geringer Teil oder bei manchen Leistungen, die steuerlichen Leistungen, die gehen halt überhaupt nicht, wie Frau Mayer-Grewe schon gesagt hat, an die Leute, die gar keine Steuern zahlen und halt zum ärmsten Teil der Bevölkerung gehören. Noch problematischer, und das ist auch in den Medien aufgegriffen worden, dass im Prinzip sozusagen die Leistungen streuen nicht nur breit, sondern sie wirken sogar teilweise überraschend, und das war was Neues in der Studie, sozusagen so, dass halt die reichsten 10% mehr von diesen Familienleistungen bekommen, von den 13 Leistungen. Das liegt an dem Kinderfreibetrag und am Splitting vor allem, ein bisschen am Elterngeld. Die reichsten 10% erhalten im Schnitt doppelt so viel pro Monat wie die ärmsten 10%. Und das ist halt dann doch erstaunlich. Aber ich meine, das sind halt die Familienleistungen im engeren Sinn. Wir waren auch vorsichtig. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass natürlich auch die reichsten 10% mehr Steuern zahlen. Aber trotzdem kann man natürlich hinterfragen, ob das so gewünscht ist. Dann haben wir versucht, groß zu denken oder wie Machiavelli oder beides. Und wir haben einfach mal ausgerechnet, wie groß die Armutslücke ist. Das bedeutet also, die Armutsrisikoschwelle sind 60% des Medianeinkommens, der bedarfsgewichteten Einkommen. Die Leute, die arm sind, nach der Definition, liegen unter der Schwelle. Das wird in der Regel wird nur geguckt, liegen die drunter oder drüber. Wir haben auch geschaut, wie weit liegen die drunter. Und was würde es denn kosten, um die auf die Schwelle zu heben? Da hatten wir auch, bevor der Computer lief, hatte ich selber auch, ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung, wie die Größenordnung ist. Sozusagen, es kommt raus, also das ist auch für die Politik vielleicht dann doch für eine Legislaturperiode attraktiv. Man könnte rein rechnerisch mit gut 3 Milliarden das Armutsrisiko von 15% auf 10% senken, wenn man wirklich zielgenaue Transfers einführen würde, zusätzliche Transfers für die Reichsten unter den Armen, für das reichste Drittel. Wenn man sozusagen 2 Drittel senken möchte, kostet es schon 15 Milliarden, und wenn man rechnerisch von 15 auf 0% gehen möchte, sind es 44 Milliarden zusätzlich. Also es war einfach sozusagen auch ein Beitrag empirisch, das mal rauszuarbeiten. Ich sage auch gleich dazu, das sind alles Mindestbeiträge. Also zum einen sozusagen, warum ist es Machiavelli? Weil man eben die Statistik nur so weit bereinigt, dass die Leute halt gerade 1 Cent mehr bekommen als die Armutsschwelle. Das möchte man vielleicht auch nicht unbedingt so haben. Zweitens, wenn man es billig haben möchte, gibt man den Reichsten unter den Armen. Das ist aber vielleicht nicht die Gruppe, die es am dringendsten braucht. Also das muss man auch dazu sagen, wenn man wirklich alle erreichen will, wären es 44 Milliarden. Und es wären 44 Milliarden zusätzlich in einem rein rechnerischen Transfer, der zu allen Transfers dazu käme. Also vom Verwaltungsaufwand schwierig wäre, das die genaue Höhe zu berechnen. Und natürlich unterstellt es, dass die Markteinkommen konstant bleiben, also dass jeder genauso viel arbeitet wie vorher. Von daher ist es nicht unbedingt praktikabel in einer oder auch 5 Legislaturperioden, aber es ist, glaube ich, interessant, die Größenordnung einfach mal zu sehen. Und wir haben konkrete Reformen durchgerechnet, die darf ich aber nicht verraten, weil Frau Brandner gleich die Forderungen vorstellt. Ich gehe nur auf 2 Aspekte ein, sozusagen generelle Zielkonflikte.
Das hat Frau Meyer-Grewe auch schon gesagt, oder ich habe es auch schon gesagt, im Prinzip, wenn man halt unmittelbar erstmal Armut lindern möchte, sollte man vielleicht nicht gerade bei den Leistungen für Erwerbstätige ansetzen, weil es denen halt dann noch relativ gut geht. Dann sollte man vielleicht ganz unten in der Einkommensverteilung ansetzen, wo der eine Euro am meisten bringt. Gleichzeitig schafft man dadurch möglicherweise Transferfallen, je nach Ausgestaltung mehr oder weniger stark. Und natürlich ist auch interessant, beim Entlastungsbetrag für Alleinerziehende oder aus Gleichstellungs- und Vereinbarkeitsgesichtspunkten auch nicht so schlecht, natürlich Erwerbstätigkeit zu fördern. Also von daher ist es einfach ein Zielkonflikt, den man da bedenken muss. Das andere sind die verschiedenen Schnittstellen, Interaktionen, Anrechnungen zwischen den Systemen. Da haben wir ja nachher auch noch dann Zeit, in den Foren und Weltcafés drüber zu sprechen. Und das muss man halt auch mal bedenken. Und dazu kommt auch eine konkrete Forderung. Ich verrate nur, es hat was mit dem Unterhaltsvorschuss zu tun. Trotzdem, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Wie gesagt, das eine Ergebnis der Studie, dass die Familienpolitik stärker zur Armutsverhinderung beiträgt als unser an sich Steuersystem etc., fand ich doch ein sehr interessantes Ergebnis. Also das ist zwar immer noch nicht so, dass es ausreichend ist, aber wenn man denkt, eigentlich ist ja Familienpolitik das nicht der Hauptfokus. Und das, finde ich, muss man immer im Kopf haben, wenn man über diese Debatte führt. Von daher gehen Sie sich gerne ein paar Folien anschauen nachher, um diese Zahlen nochmal eindringlicher zu haben. Wir kommen jetzt zu dem Themenblock Zeit, Zeitpolitik, Zeitsouveränität. Die Frage eben, wie passt das denn eigentlich überhaupt alles in ein Leben? Und wie bringen wir es so zusammen, dass die Menschen aber nicht untergehen? Wir haben Herrn Mückenberger, der diesen Bereich vorstellen wird. Er ist von der Universität Bremen und arbeitet schon länger zu dem Thema. Wir haben dann auch während der Kommissionsarbeit interessanterweise festgestellt, dass er schon in den 80ern spannende Vorschläge für die grüne Fraktion damals gemacht hatte zur Zeitpolitik. Und manchmal ist es ja auch ganz gut, einfach mal wieder zurückzugehen und zu gucken, was waren da eigentlich damals für Ideen. Herr Mückenberger, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Brandner. Das ist auch für diese historische Reminiszenz. Man wird älter. Dass der grüne Arbeitszeitgesetzentwurf, auf den Sie sich bezogen hat, stammt von 1984. Und den haben Karin Jurczyk und ich zusammen entwickelt. Und wir bohren an diesem dicken Brett des Rechts auf Zeit bis heute. Ich habe hier kein Manuskript. Ich möchte Ihnen nur mal heute meine Vormittagslektüre zeigen. Tagesspiegel heute bringt eine ganze Seite zur Familien, zum Tag der Familie, unter dem Titel Der Reiz der Liebe. Der wird durchdekliniert Steuern, Zusammenveranlagung, Steuerklassenwahl und so weiter und so fort. Dann Versicherungen, Lebensversicherung, Privathaftpflichtversicherung, Hausratsversicherung, Rechtsschutzversicherung. Und das Wort Zeit kommt in einem Satz vor. Nämlich, es heißt hier, ein Tag Ehe genügt für 12 Monate Steuervorteil. Also das zeigt, wie weit wir weg sind vom Alltag der Menschen. Denn der Alltag spielt sich in Zeit ab und nicht in Steuerklassen, also zumindest nicht allein in Steuerklassen. Ich habe das Thema, was ich in 4 Minuten einleiten darf, Zeitsouveränität. Hinter Zeitsouveränität ist kein Punkt, sondern ein Ausrufezeichen bei uns. Das heißt, es ist nicht eine Beschreibung, da könnte man unendlich viel jetzt sagen, wie ist es mit den Zeiten? Natürlich, die Familienzeiten sind ein zentraler Problempunkt. Der Familienbericht Nordrhein-Westfalen hat gesagt, der Hauptproblempunkt. Gut, aber Ausrufezeichen bedeutet, wir gehen von Zeitsouveränität als einem zu Machenden, Herzustellenden aus, nicht als einem Existierenden. Und dahinter steckt das, was wir in dem zeitpolitischen Diskurs der letzten 1,5 Jahrzehnte das Recht auf Zeit nennen. Und das Recht auf Zeit hat 5 Komponenten. Die will ich nur sagen und dann das Feld Franziska Brandner überlassen. Was heißt Recht auf Zeit oder was heißt Zeitsouveränität? Erstens, keine Fremdbestimmung über meine Lebenszeit. Das heißt, die Selbstverfügung, Selbstverwirklichung im Alltag, natürlich
im Rahmen gesetzlicher Grenzen, das ist ja klar, muss meiner eigenen Verfügung unterliegen. Zweitens, keine Diskriminierung im alltäglichen Zeitgebrauch. Wir wissen, Männer und Frauen haben gleichermaßen 24 Stunden, aber die Familiensoziologie sagt uns, dass diese 24 Stunden in ganz unterschiedlicher Weise gefügt, gepuzzelt, zusammengesetzt sind. Keine Diskriminierung im Zeitgebrauch wird damit implizieren, eine große kulturelle Veränderung des Gesamtniveaus von Produktion und Reproduktion. Drittens, keine Entwertung von Zeiten, die Menschen haben, aber die gesellschaftlich stigmatisiert sind. Wir wissen, es gibt Gruppen von Menschen, die haben viel Zeit, oft Ältere, zum Beispiel Arbeitslose, aber wodurch die Gesamtumstände sozusagen die Zeit einem Stigma unterliegt, was es nicht erlaubt, sie als gleich wert zu empfinden wie andere Zeiten, insbesondere Erwerbsarbeitszeiten. Das ist ein ganz dickes Brett, weil das nämlich ohne einen kulturellen Wandel im Umgang mit Zeit und Zeitsouveränität gar nicht zu bewältigen ist. Vierter Punkt von Recht auf Zeit. Jeder Mensch muss ein Recht auf Zeitkompetenz haben. Also das Recht haben, mit Zeiten selbst zu verwirklichende Sinnkriterien erfüllen zu können. Wir können nicht, das hat die Kommission auch nicht sich angemaßt sagen, die Leute dürfen nicht vorm Fernseher sitzen, 6 Stunden pro Tag. Sowas, wir können nicht Leben sozusagen dirigieren, aber wir können die Kompetenz steigern, die Menschen dazu in die Lage versetzt, mit Zeit so umzugehen, dass sie sozusagen längerfristig eigene Wertverwirklichungen darin sehen. Und fünfter Punkt, Raum für gemeinsame Zeiten. Ich bin Arbeitsrechtler von meinem Fach her. Ich weiß, was das heißt, Raum für gemeinschaftliche Zeiten. Wenn man die Schichtsysteme und die Versetzungssysteme sozusagen durchbuchstabiert, dann kommt diese Pinbrettfamilie raus, von der ja auch immer so schön ironisch geredet wird. Es muss also sozusagen das Recht auf Zeit auch die Implikation haben, wie können wir gemeinsame Zeiten schaffen? Das ist juristisch ganz schwer zu machen. Ganz schwer zu machen, aber das ist eine Implikation des Rechts auf Zeit und der Zeitsouveränität. Die 5 Sachen wollte ich nur sagen. Danke. Ja, herzlichen Dank, Herr Wückenberger. Als Letzte jetzt hier für den großen Aufriss würde ich gerne Karin Jutschig nach vorne bitten, die das Themenfeld Geschlechtergerechtigkeit vorstellen wird und wie wir das in die Arbeit integriert haben, vom Deutschen Jugendinstitut in München. Dankeschön. Ja, einen schönen guten Tag. Warum ist es wichtig, sich mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit auseinanderzusetzen, wenn man in einer Kommission über Familienpolitik arbeitet? Kurze Antwort, eine zukunftsgewandte Familienpolitik ist ohne Geschlechtergerechtigkeit einfach überhaupt nicht denkbar. Spätestens seit dem 7. Familienbericht ist dieser Zusammenhang sehr deutlich hergestellt worden. Geschlechtergerechtigkeit steckt bei Familie überall drin. Familienpolitik ist schon ein Querschnittsthema und Geschlechtergerechtigkeit ist ein weiteres Querschnittsthema. Und wir diskutieren das in erstaunlich gleicher Art und Weise bis hin zu den Forderungen seit 40 Jahren und werden das, meine Prognose, auch noch in den nächsten 40 Jahren tun. Das liegt daran, dass Familie trotz aller bislang beschriebener faktischer Veränderungen, die es unweigerlich gibt, und da hat sich ein bisschen was verschoben seit den 70er Jahren, bis heute in hohem Maße vergeschlechtlicht ist und zwar nach wie vor entlang diesem äußerst hartnäckigen Idealbild der
heteronormativen, also entlang der Zweigeschlechtlichkeit gedachten Vater-, Mutter-, Kindfamilie mit einer traditionellen Arbeitsteilung. Was sich geändert hat, ist, dass es nun legitim ist, dass die Frau und Mutter in Teilzeit dazu verdienen darf. Bei der Vollzeit wird es schon schwierig. Dieses Idealbild steckt in den Strukturen, auch in denen des Arbeitsmarktes, in den Machtverhältnissen und in unseren Köpfen und auch in den Alltagspraxen. Und da steckt es höchst widersprüchlich drin, auch in uns selber. Und das Erstaunliche ist, dass wir ja jenseits aller teilweise veränderten Geschlechterkonzepte ja strukturelle Entwicklungen haben in den letzten Jahrzehnten, die einfach unweigerlich sind und die gar nichts mit Emanzipation zu tun haben und mit veränderten Konzepten. Wir haben auf der einen Seite dieses Faktum, dass Männer, selbst wenn sie es gerne wollen würden, überhaupt nicht mehr selbstverständlich die Ernährerrolle ausfüllen können. Das reicht einfach nicht mehr aus. Und Frauen haben durch, es sei denn, man würde ihnen das Recht auf Bildung wieder entziehen, einfach durch die Partizipation am Bildungssystem mindestens gleichgezogen, was Bildung und Ausbildung angeht mit den Männern. Das sind zwei sozusagen strukturelle Treiber, die sind einfach unweigerlich und ändern ganz viel und bedeuten überhaupt noch nicht mal, was ich jetzt für eine Vorstellung von Egalität habe, sondern das ist einfach was, was gar nicht mehr wegzudenken ist. Nun ist aber Familienpolitik in Deutschland in hohem Maße widersprüchlich. Sie hinkt eben einerseits immer noch diesem traditionellen Leitbild von Familie mit traditionellen Geschlechterverhältnissen hinterher. Und andererseits hat sich in Deutschland seit, ich würde mal sagen, 10 Jahren, auch ungefähr seit dem 7. Familienbericht, eine spezifische Modernisierung vollzogen, die insofern modern ist, als sie darauf gesetzt hat, dass Frauen jetzt auch und auch Mütter in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen und dass sie ein Arbeitskräftepotenzial darstellen. Das ist sozusagen eine ökonomistische Wende der Familienpolitik. Und ich würde mal sagen, das ist ein sehr begrenztes Verständnis von Modernisierung und von modernem Familienleben, weil nämlich Sorgearbeit und Familie, und das ist uns, glaube ich, besonders wichtig, kein Frauenthema ist, sondern ein gesellschaftliches Thema, das alle angeht. Und deswegen braucht es gleichzeitig eine Neuorganisation von Sorgearbeit und von Sorgeverhältnissen und privaten Lebensverhältnissen. Und genau deswegen, auch wenn es eigentlich kein Geschlechterthema ist, muss erst Geschlechtergerechtigkeit hergestellt werden und müssen Geschlechterverhältnisse immer und immer wieder, auch wenn es uns noch so sehr zu den Ohren heraushängt, thematisiert werden. Sorgearbeit ist der Sockel der Gesellschaft und kein Makel, den Mann, und da durchaus ein Doppel-N, möglichst delegiert an, ja jetzt auch neuerdings wieder Heerscharen einer neuen Dienstbotenklasse, die auch weitgehend weiblich ist, nicht ganz. Aber diese Delegation ist keine gesellschaftliche Lösung, weil sie zusätzlich soziale Ungleichheit schafft. Und wir kennen alle die Zahlen, glaube ich, hören wir nachher auch noch genauer. Wir kennen alle diese Ungleichverteilung. Nur ein Marker: Frauen verrichten 2/3 der unbezahlten Arbeit nach wie vor. Das ist das Faktum, mit allen negativen Folgen für Armut, für den Lebensverlauf bis hin zum Alter und auch mit negativen Folgen, nicht nur für die Mütter selber mit ihrer Zeitnot, ich denke auch für die Kinder und auch für die Männer. Und deswegen halte ich es für eine kleine Revolution, die umso dringlicher ist, wenn es endlich gelingt, dass wir Familie jenseits und Arbeitsteilung jenseits von geschlechtstypischen Zuschreibungen organisieren und dafür auch die Erwerbsbelange und die Familienbelange
geschlechtergerecht zusammenbringen. Und das wird die Franziska jetzt noch ein bisschen genauer ausbuchstabieren. Okay, danke. Ja, herzlichen Dank. Danke nochmal auch für die Vorstellungen. Sie haben das Manifest ja vorhin erhalten. So ein bisschen ein, so eher wie ein Poster, ne? Kann man sich hinhängen, immer wieder daran denken. Ein bisschen mal so halten, einfach nochmal zum Sehen. Wenn es jeder jetzt von Ihnen aufschlägt, dann sehen wir uns alle nicht mehr, aber ich wollte es einmal nochmal kurz zeigen. Wir haben auch versucht, in der Darstellung modern zu sein, einfach worum es uns geht. Ich stelle kurz und skizziere kurz die 10 Forderungen. Wie gesagt, wir haben auch im Rahmen der Studien jeweils nochmal wesentlich mehr noch produziert, aber haben dann versucht, am Ende uns doch nochmal zu konzentrieren auf ein paar Punkte, die wir auch gerne jetzt im Anschluss mit Ihnen diskutieren wollen. Bei dem Komplex Vielfalt der Familie absichern und ermöglichen ist natürlich für uns immer noch eine, auch wenn sie nicht wirklich neue Forderung, aber trotzdem richtig und wichtig und bleibt notwendig, die Forderung der Ehe für alle, um gleicher Liebe, gleiche Rechte zu verleihen. Ich glaube, das brauche ich am wenigsten zu erklären. Sie wissen, was damit gemeint ist, aber es bleibt einfach weiterhin eine relevante und notwendige Forderung. Als zweites haben wir, und das hat uns ganz schön viel auch Diskussionsbedarf gebracht, einen Pakt fürs Zusammenleben erarbeitet. Was ist die Idee dahinter? Die Idee ist eben zu sagen, es gibt unterschiedlichste Formen des Zusammenlebens heute, die auch nicht mehr alle auf Liebe fußen, wenn man das als, sag ich mal, überhaupt als Fiktion teilweise für die Ehe mal hat gelten lassen. Aber zumindest gibt es heute auch andere Formen, seien es alten WGs, die sich gründen, seien es Alleinerziehende, die auf einem Stockwerk leben und sich gegenseitig unterstützen, seien es unterschiedlichste Formen des Zusammenlebens, ob das jetzt ganz klassisch Mann-Frau ist oder ganz bunt, wie auch immer, auf jeden Fall sehr viele andere Möglichkeiten auch, um sich zu unterstützen. Wir haben vorhin gehört, das brauche ich jetzt nicht alles wiederholen, dass es da aber rechtliche Lücken gibt und auch eine Frage der sozialen Absicherung. Und darauf ist unsere Antwort der Pakt für das Zusammenleben, eine rechtliche Vereinfachung des Alltags vor allen Dingen auch miteinander. Also zum Beispiel die Möglichkeit, sich dadurch dann gegenseitig Auskunfts- und Informationsrechte zuzusichern für so klassische Situationen wie der oder die eine wird krank, muss ins Krankenhaus und die andere oder der andere steht dann da und hat eigentlich gar keinen Anspruch darauf zu wissen, was ist jetzt eigentlich los. Oder man ist zusammen auf einer Reise, es passiert was beim Konsulat, wer ist Ansprechpartner, wer darf vertreten. Das Teile davon kann man heute durch notariell beglaubigte Vollmachten machen. Es gibt da mittlerweile von Stiftung Warentest große Ratgeber, wie man das machen muss. Durchaus nicht immer ganz einfach und teilweise auch kostspielig. Das alles wollen wir vereinfachen durch den Pakt für das Zusammenleben und andererseits aber eben auch rechtliche Dinge ändern, wie zum Beispiel die Frage, wer darf denn beim Elterngeld das in Anspruch nehmen? Müssen das wirklich Verwandte sein, Eltern oder kann es auch jemand sein, der eben in so einer Art dann Verantwortung übernimmt? Auch eben die Frage nach dann einer Trennung, wie fair wird es aufgeteilt, aufgerechnet, dass man eben auch Sorgearbeit übernommen hat. Das sind Aspekte, die für uns wichtig wären, die durch den Pakt für das Zusammenleben gedeckt sind. Auch den würden wir gerne nachher mit Ihnen diskutieren. Wir wurden dabei auch nochmal extra juristisch unterstützt durch eine Studie von Frau Wabler. Auch sie noch war wirklich fast schon zu der Phase Mitglied der Kommission und hatte intensiv mit uns darüber diskutiert, wie man das eben rechtlich absichern kann. Dritter Punkt, Ausweitung des Kleinsorgerechts, um den Alltag von Patchwork-Familien zu vereinfachen. Das war auch eine klare Forderung auch von Frau Wabler, die gesagt hat, es ist eben heute eigentlich kaum noch nachzuvollziehen, warum der Alltag häufig in Patchwork-Familien an Kleinigkeiten nicht scheitern muss, aber er schwieriger wird, als er eigentlich sein müsste. Und da war die Ausweitung davon eine Forderung, die wir uns gerne auch zu eigen gemacht haben, um das eben zu ermöglichen. Zu dem ganzen Komplex Alleinerziehende haben wir auch zwei Forderungen aufgestellt, wobei auch andere durchaus Alleinerziehende auch stärken.
Das erste ist, das kann Herr Stichnot in seinem Arbeitskreis nachher auch nochmal genauer darstellen, ein Kindergeldzuschlag für Alleinerziehende. Der geht auf den Punkt ein, dass der Freibetrag, der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende eben nur jene erreicht, wie Frau Meyer-Grewe das vorhin auch erklärt hat, die überhaupt genügend Steuern zahlen und alle darunter eben gar nicht davon profitieren. Und hier ist die Idee zu sagen, es gibt eben einen Zuschlag, gerade auch für Niedrigverdienerinnen und Verdiener, die dadurch dann in ihrem Armutsrisiko, dann das Armutsrisiko verringert wird. Wichtiger Punkt, die Details können wir heute in den Foren noch mit Ihnen diskutieren. Die nächste Forderung, auch im Blick darauf, ist die Aufhebung der vollen Anrechnung des Kindergelds beim Unterhaltsvorschuss, weil es einfach auch ungerecht ist. Das führt heute dazu, dass wenn eine Mutter, meistens sind es Mütter, auch Väter, eben keinen Unterhaltsvorschuss vom anderen Elternteil erhalten und stattdessen den staatlichen Unterhaltsvorschuss erhalten, dann wird ihnen das Kindergeld voll angerechnet. Das heißt, jede auch Kindergelderhöhung geht an allen Alleinerziehenden vorbei, die Unterhaltsvorschuss erhalten, was man häufig den Müttern und Vätern auch gar nicht mehr erklären kann, warum sie davon nicht profitieren. Und das eben, wenn ein Elternteil auch zahlt, ja nicht angerechnet wird. Und wir wollen da einfach zu einer Gleichwertigkeit hinkommen zwischen zwischen den unterschiedlichen Lebensverhältnissen und das Anerkennen, dass Kinder Kinder sind und das nicht einfach angerechnet wird. Auch das hat rechnerisch, würde das einen Unterschied machen zu den ganzen Zahlen dazu, wie sich das auswirken kann. Können Sie auch in die Studie von Herrn Stichnot noch mal reinschauen. Zu dem ganzen Aspekt noch weiter auch Armutsprävention, weil der weitergeht und nicht nur für Alleinerziehende reicht und die Teilhabe von Kindern auch in den Vordergrund gestellt hat, gab es eine große Studie zu genau diesen Fragen. Und eine klare Forderung ist die nach einem Bundeskinderteilhabegesetz. Das hört sich jetzt ein bisschen sperrig an, ja, schon wieder in so einem Gesetz, so ein Bundeskinderteilhabegesetz. Aber, und das ist der Gedanke dahinter, ist zu sagen, es gibt eben Familien in prekären Lebenslagen und sie brauchen eine besondere Förderung, um ihnen die Teilhabe zu garantieren, um den Zugang zu ermöglichen. Das war der Gedanke dahinter, zu sagen, natürlich hat jedes Kind an sich das Recht auf Bildung, auf Teilhabe an Kultur und Sport, das als Beispiel auf gute Gesundheit. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht so bekräftigt, aber in der Realität passiert es nicht. Und das war die Frage, wie können diese Zugänge ermöglicht werden, wie kann es sichergestellt werden, und da ist die Expertenkommission zu dem Ergebnis gekommen, dass es dafür eben besondere Anstrengungen von staatlicher Seite bedarf und hat es sehr breit aufgefächert von Städteplanung, ja, also wie kann man sicherstellen, dass Kinder überall ihre räumlichen Möglichkeiten haben, dass sie in vernetzten Räumen leben können, wo die Hilfen auch zugänglich sind, bis zu ganz konkreten Fragen im Gesundheitsbereich oder bei der Schulpolitik. Das heißt, das ist ein breiter Fächer, und die Idee ist eben auch in unterschiedlichsten Gesetzen Verbesserungen dadurch zu erreichen. Ein besonderer Rechtsanspruch auf Förderung, um Teilhabe zu garantieren. Und das Bundeskinderteilhabegesetz ist sehr detailliert, sogar finde ich, schon ausgearbeitet worden durch die Kommission. Auch das werden wir heute Nachmittag eben diskutieren und vorgestellt bekommen. Und wenn man das diskutiert, ist ein Aspekt natürlich immer die der Bildung und der Betreuung. Und daraus haben wir noch eine extra Forderung gemacht, nämlich die Mindeststandardsansprüche bei der Beibildung und Betreuung und einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, nicht nur für die Kita, sondern auch für die Schule. Das heißt, dort die Frage der Qualität sichern für alle Kinder und die besondere Unterstützung für einen Teil. Wenn wir diese zwei Punkte hören, Bundeskinderteilhabegesetz, Mindeststandards und Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, dann wissen Sie, das gibt es nicht für Umme. Das kostet Geld. Und dann war sofort die Frage, wie kann man es denn sicherstellen in unserem föderalen System, dass wir trotzdem das Geld auch vom Bund an die Kommunen bekommen. Und wir haben deswegen überlegt, wie kann eigentlich eine neue Föderalismusreform für Kinder und Teilhabe ausschauen. Das war ein bisschen der Blickpunkt, zu sagen, wie muss denn eigentlich ein föderales System so aufgestellt werden, dass es Kinder erreicht und Teilhabe aller ermöglicht.
Und da haben sich unsere Juristen und Experten dieser Kommission auch dran gesetzt und eben direkte Finanzierungsmöglichkeiten definiert, um den Bund in die Pflicht zu nehmen, direkt auch Dienst- und Sachleistungen auf kommunaler Ebene finanzieren zu können. Das ist ein spannender Punkt. Das ist das, wo ich sagen würde, das geht zum Beispiel nicht in einem Jahr, so eine Föderalismusreform hinzubekommen. Aber perspektivisch finde ich es wichtig zu sagen, ist unsere föderale Struktur so aufgestellt, dass sie wirklich Teilhabe aller Kinder ermöglicht? Unser Ergebnis war nein. Die Antwort sind die, eben die, eine Öffnung in, auch im Grundgesetz von direkten Finanzierungsmöglichkeiten, um die Teilhabe explizit zu garantieren. Das heißt, da sind im Rahmen dessen, können sich die sozusagen fast schon den Gesetzentwurf nachher auch nochmal anschauen und das mitdiskutieren. Zu dem letzten Komplex Zeitpolitik haben wir zwei Forderungen aufgenommen. Herr Mückenberger hat es vorhin schon gesagt, Recht auf Zeit, also auch umgedreht Zeitrechte und für diese Zeiten, die man sich nehmen kann, auch eine gestufte finanzielle Absicherung. Also zu sagen, es gibt Phasen im Leben, in denen man einfach Zeit braucht. Die möchte man gar nicht moralisch bewerten, aber man möchte sie gerne ermöglichen und auch finanziell absichern. Gestuft im Sinne von, dass es unterschiedliche Phasen gibt, in denen man auch unterschiedlich starke Absicherungen braucht. Auch das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt, eben zu sagen, wenn wir wollen, dass sich in der Wirtschaftswelt auch etwas ändert, müssen wir auch staatlich durchaus erstmal einen Rahmen dafür geben. Zeitrechte, deswegen als neue, auch große Idee, sagen, es gibt das Recht auf Zeit und gestufte finanzielle Absicherung dafür. Letzter Punkt, und das ist jetzt wieder etwas ganz Konkretes, die Frage, oder nicht alle sind konkret, aber das, was man schneller umsetzen könnte als eine Föderalismusreform, die Einführung von Gutscheinen für haushaltsbezogene Dienstleistungen. Und das hat zwei Dimensionen. Einerseits eine finanzielle, zeitliche Entlastung von Familien, aber auch genauso wichtig, dass eben diese Arbeit, die ja heute de facto schon geleistet wird, häufig, wir haben es gerade gehört, ja, häufig aber im Schwarzarbeit stattfindet und die Frauen mehrheitlich, die in diesem Bereich arbeiten, dadurch eben nicht sozial abgesichert sind, keine Aufwertung ihrer Arbeit tun und es eigentlich die Fortsetzung der Nichtwertschätzung der sozialen Arbeit auch ist. Und wir sagen, das muss beendet werden. Die Delegation darf nicht dazu führen, dass die Nichtwertschätzung weiter delegiert wird und weitergegeben wird, sondern dort muss eine Aufwertung herkommen, auch eine staatliche, klares Signal, dass dort eben Arbeitsplätze geschaffen werden, die sozialversichert sind und dafür es auch dann eine staatliche Unterstützung gibt. Das ist ein, an dem Beispiel ist es für uns eben auch sehr wichtig, dass es natürlich auch Männern in dem Sinne helfen kann, wenn sie in diesem Bereich tätig sind, aber de facto ist es heute ein Bereich, wo sehr viele Frauen tätig sind, mit allen Konsequenzen für Rente, Unabhängigkeit, Existenzsicherung. Deswegen dort ein wichtiger Punkt. Es gibt mittlerweile ein Modellprojekt dazu in Baden-Württemberg und wir würden sehr gerne das aufgreifen und wenn es dort gut läuft, aller Ansicht nach, dann werden wir das, würden wir das gerne aufnehmen und vielleicht noch als letzten Hintergrund dazu, auch Baden-Württemberg hat sich da inspiriert aus einem anderen Land, nämlich aus Belgien, wo das sehr erfolgreich eingeführt wurde, Gutscheine für haushaltsnahe Dienstleistungen und dadurch wirklich ein ganzer Arbeitsbereich, ein ganzer Sektor von der aus der Schwarzwirtschaft in die legale Beschäftigung gekommen ist und dadurch gerade auch Frauen gestärkt wurden. Das heißt, da kann man von Belgien lernen, hoffentlich in Zukunft von Baden-Württemberg. Auch das eine konkrete Forderung der Kommission. Sie sehen, es ist ein Gesamtansatz, wo die Dinge auch ineinander greifen. Das war uns auch wichtig, dass wir nicht eine Forderung haben, die sich mit einer anderen widerspricht oder eigentlich nicht zusammenpasst, sondern die sich gegenseitig ergänzen und unserer Meinung nach am Ende eben wirklich Familien stärken würden und Vielfalt ermöglichen können. Das ist unser Ziel und wir freuen uns jetzt auf eine lebendige Debatte mit Ihnen. Viele von Ihnen sind Expertinnen und Experten und den weiteren Verlauf stellt jetzt auch noch Frau Steil vor. Ich danke Ihnen soweit fürs Zuhören und fürs Aufnehmen der Gedanken und uns einen schönen Tag.
Schönen Dank. Es gibt ja dieses Sprichwort, was Sie bestimmt kennen im Kontext von Familien, diese Redensart von, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Manche sagen, es wäre afrikanisch, andere sagen, es wäre ein amerikanisches Sprichwort. Auf jeden Fall möchte ich dieses Sprichwort jetzt so ein bisschen ummünzen. Es braucht eine ganze Bühne voller kluger Köpfe, um sich gute Ideen für Familienpolitik auszudenken. Da sitzen schon jede Menge. Es gibt aber noch hier im Podium bereits anwesende Mitglieder der Familienpolitischen Kommission. Die möchte ich jetzt auch auf die Bühne bitten, damit sie sich kurz wenigstens vorstellen können, wie das so war die letzten 2 Jahre, wie wir alle zusammensaßen. Damit sie nicht alleine in der ersten Reihe sitzt, erst nochmal Dorothee Schulte-Baster von der Heinrich-Böll-Stiftung. Dann in der dritten Reihe Anke Domscheit-Berg. Und weiter hinten habe ich Wolfgang Strengmann-Kuhn schon gesehen, da ist er. Nein, es sind nicht alle, aber doch schon einige. Genau, wunderbar. Jetzt haben wir so ein bisschen Frontalunterricht mit Ihnen betrieben, in Gruppenarbeit aufgesplittet, und Sie brennen sicher, ein bisschen selbst zu sprechen mit uns, Ihre Anmerkungen, Motivationen, Ideen, Fragen und Nachfragen zu teilen. Und das können Sie jetzt machen. Wir haben dafür einen Raum geschaffen. Na, eigentlich haben wir 4 Räume dafür geschaffen. Wir haben uns nämlich 4 Foren überlegt, in denen Sie mit den hier Anwesenden über die Themen sprechen können, die Ihnen am meisten am Herzen liegen. Ich weiß nicht, ob jetzt noch eine tolle Folie kommt, auf der Sie die Foren auch sehen können. Das wäre jetzt das Zeichen für Folie. Ah, das klappt ja wunderbar. Also, das Forum Nummer 1 geht um das Thema Geld, Zeit und Betreuung in alleinerziehenden Familien im Konferenzraum 1. Alles hier im oberen Stockwerk. Da sitzen dabei Holger Stichnoth und Uta Meier-Grewe. Im Forum 2 geht es um die Vielfalt der Sorge- und Solidarbeziehungen. Die sollen anerkannt und abgesichert werden mit Franziska Brandner und Dorothee Schulte-Baster. Im Forum 3 geht es um das Thema Zeitpolitik mit Karin Jurczyk und Ulrich Mückenberger. Und im Forum 4 geht es um die Weiterentwicklung familienpolitischer Leistungen mit Wolfgang Strengmann-Kuhn und Insa Schöning. Sie haben ein Forum, für das Sie sich bitte entscheiden, und da haben Sie dann auch wirklich Zeit, sich Gedanken zu machen und sich auszutauschen. Und wir treffen uns dann alle hier wieder kurz vor Mittagessen um 12:30 Uhr, 12.30 Uhr, um ein Bild zu bilden, was denn in den Foren so besprochen wurde. Die Foren sind alle hier oben im ersten Stock. Vor jeder Tür steht so ein kleiner Kegel, nee, ist eigentlich ein großer Kegel mit dem Namen. So, jetzt können Sie los. Entschuldigung, war unvorbereitet, aber ich dachte einmal Gruppenbild.